So. Okay, hier fängt auch wieder Wüstengebiet an. Ach ja, doch, das. Ach, das ist das wieder. Ah, ach, wir sind jetzt gleich wieder an der Stelle. Ist ja witzig. Wo wir den Schatz ausgegraben haben. Das werden wir jetzt nicht aufpassen. Wollen wir gleich in unsere Schatzbuddelgrube rein. Ist ja lustig. Immer ohne jetzt speziell darauf zu achten, wie der genau hier gelandet. Und jetzt müssen wir aber durch die Wüste durch. Jetzt hilft's nix. Ja, das ist ungefähr genau hier. Ich sehe es jetzt nicht. Ja gut, wir sind auch gleich in Bogen, also wir sind jetzt, glaube ich, knapp an unserer Schatzsuchergrube vorbeispaziert. Ich überlege gerade. Ich würde gerne langfristig auch hier mir ein Feld anlegen. Hör doch auf mit mit Chewbacca, nee, Yucca, Yucca heißt das, genau, hör auf mit Yucca zu prügeln. Yucca hat dir nichts getan, das ist ein hübscher See hier, muss ich gerade mal sagen. In dem Canyon, das war übrigens ein hübscher Kaktus. Ach, damit nichts, halt dir wieder hoch. Ich würde gerne ein bisschen Aloe Vera mitnehmen, ich nehme vielleicht auch mal Yucca mit. Auch cool. Jetzt nicht viel sein. Ein bisschen was. Hör auf, sei woanders dumm. Also ein bisschen was will ich mir mitnehmen, damit ich es dann anpflanzen kann irgendwann. Wann ich das Pflanzprojekt angehe, weiß ich noch nicht. Ich plane es eigentlich schon für die verhältnismäßig nahe Zukunft. Schon ganz cool. Boah, was haben wir denn jetzt gerade für Licht hier. Ist ja tachhell hier. Naja. So, hier gehen wir mal oben lang. Sonst müssen wir nämlich durch den See laufen. Das wollen wir jetzt nicht. Da gehen wir mal den gemütlichen Wanderweg am Hang entlang nach oben. So. Und laufen dann oberhalb des Sees entlang. Da drüben ist schon wieder Winter. Da ist auch noch eine Stadt. Ein Dörfchen oder was auch immer. So. Doch ganz entspannt nach oben gelaufen. Ja. Jetzt können wir von oben auf die Seen hinab sehen. Auf die Seen sehen. Jetzt mal sehen, was das da drüben noch ist. Ah, doch zu knapp am Kaktus vorbeigelaufen. Eine ziemlich fette, weite Wüste, die wir hier haben. Und eigentlich auch wieder so einen Scheiß einstecken, das wusste ich doch. Ja.
So, dann können wir jetzt noch den Airdrop einsammeln und dann ist sowieso alles egal. Na, dann ist das Inventar nämlich sowieso überfüllt, was soll's. So, irgendwas, was hier ganz lecker ist, was wir mal zu uns nehmen können hier. Yum, yum. Birnen sind auch gut für die Flüssigkeit. Maismehl kannst du behalten. Entschuldigung. Da habe ich doch glatt zu weit ausgeholt und bin links aus meinem Fenster gefallen. Habe ich nicht gewollt. So. Jetzt müssen wir aber echt heim. Also jetzt sind wir mal sowas von überladen. Da hilft jetzt aber auch wirklich nichts mehr. Jetzt sind wir mal sowas von randvoll. So ein paar Tierchen erlegen wäre noch cool. Aber Tiere habe ich jetzt bisher in dieser Welt im Allgemeinen noch nicht sehr viele gesehen. Na, ihr zwei. Komm, wir machen mal ein lustiges Stelldichein hier. Komm, wir treffen uns mal in der Mitte, bitte. Jawohl. Und dann hältst du mal das Maul. Und dann hältst du mal das Maul. Und dann gehe ich wieder. Dann spackt einer richtig fett ab. Kann ja gerne mal hier rüberkommen. Da drüben rechts kommt auch noch einer. Komm, bleib liegen, bringt doch nichts. Zack! Überraschend kommt der aus dem Yucca. Ja, ja. Aus dem Yucca-Palm kam der Survivor. Komm, ganz alte Geschichte hier. So, wir müssten jetzt eigentlich langsam mal leicht nach rechts abknicken und ein bisschen mehr in die Richtung, denn da ist ja Heimat. Kann man mit Sicherheit da hinten auch gleich aus dieser Elendswüste heraus. So. Ich will jetzt gerade noch was gucken. Ach so, das ist ein bisschen weniger Hunger und Durst, ne? Kann man doch mal machen. Wir geben jetzt die Rennerei nicht so dermaßen auf alles hier. Und hier auch durch die Wüste rein, verdürste ich nicht gleich. Also Kleinigkeiten. Mal so macht am Rande. Jetzt, hey, renn doch nicht weg. Hallo? Keine Lust auf einen kleinen Stelldichein. Oder ein Leg dich hin. Da hinten Hühnchen. In meinem Zustand bin ich echt zu sehr im Arsch, um Hühnchen zu jagen. Was willst du denn? Haben wir eigentlich schon wieder einen Skillpunkt oder haben wir. Ja, doch, haben wir. Ja, cool. Wir wollten doch hier in Richtung. Wo war's denn? Strength ist das, ne? Meine 69. Tada! Ich habe schon 64 Eier. Läuft ja. Richtig fett Eier in der Hose heute. Er quält sich, er quält sich. Nein, hat
Stück Holz. Das sah irgendwie aus dem Winkel, von dem ich kam, total komisch aus. So, sehr angenehm, dass wir die Wüste gerade der Nacht durchqueren. Zum Morgengrauen müssten wir hier raus sein. Das kommt ganz gut dann. Da ersparen wir uns diesen Hitzschlag ein wenig. Wir sind genug überfordert. Ah, jetzt ist der Punkt, wo es erstmal wieder dunkel wird. Erwischt. Weil nämlich jetzt der Mond untergeht und die Sonne noch nicht aufgeht. Ist jetzt gerade ein bisschen fies. Da sehen wir jetzt so ungefähr eine halbe Ingame-Stunde gar nichts. So. Wir kommen jetzt langsam schon wieder ins Feuerland. Da ist der Weg zumindest ein bisschen von Feuer beleuchtet. Ist auch was. Ach komm, ich repariere jetzt die Fire Axe. Ist das Eisen weg? Haben wir es nicht umsonst mitgenommen? So. Das Licht schwankt hier gerade ein bisschen. Ist ich gerade nicht so ganz sicher, welche Helligkeit der jetzt hier haben sollte. So. Ach, guck. Wir nähern uns der Heimat. Ist das schön. Da vorne kommt unser Heimatwald. So nenne ich ihn mal. Oh. Was ist hier so angestrengt, ey? Was ist hier so angestrengt? Ein kleiner Stein. Wo muss das sein? So, da vorne schießen wir die nächsten beiden Zombies. Oh, kommt mal ran, ihr Kollegen hier. Ich brauche euch für meine XP. Es muss weitergehen. Es muss immer weitergehen. Hey, Kollege. Ey, du auch. Registriert mich gefälligst. Hört auf mich zu ignorieren. Danke. Ein, zwei Bäumchen jagt und wir haben hier XP-Halbzeit. So, es ist 4 Uhr, der Tag beginnt. Boah, flug hell. Ein bisschen übertrieben. Und wir befinden uns an der Gebietsgrenze. Jetzt ein Quatsch eingesammelt. Ein Cotton hat eingesammelt. Na gut. Will ich langfristig auch anpflanzen oder so. Kohlebaum, Kohlebaum. Bist ein Traum, bist ein Traum.
Hoppi hoppi am Saum. Glaubst du es kaum? Ist mir egal. Komm, tschüss.